Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr habt es im Thumbnail gesehen, Aufreger der Woche. Der Aufreger der Woche ist aber eigentlich gar nicht aus der Woche und es ist auch nicht der Rathaus 10 Angriff hier vom Celtii, vom Clan Best Clasher. Ich bin auf dem Account von Donnerbengel und hier ist mir das Ganze, dieser Aufreger, nämlich letzte Woche passiert. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen stehen lassen, weil ich die Accounts ja doch ein bisschen weniger bespiele. Ach, da oben war das Rathaus. Und komme ich aber gleich mal zu, was mich so also wirklich mal wieder aufgeregt hat. Und das auch noch im hochverdienten Urlaub, was da alles passiert ist. Also ich drehe das Ding jetzt vor allen Dingen das zweite Mal ab, weil das erste Mal hat mir die Montagsfolge doch nicht so gut gefallen. Ist ja manchmal so, guckst du nochmal rüber, dann denkst du, ah, kannst du doch nicht so machen. Und deswegen habe ich mich heute nochmal hingesetzt und habe das Ganze zu Papier gebracht. Ich glaube, das passt ein bisschen besser. Aber sieht selber, wie er das hier mit den Schweinereitern gerissen hat. Ich habe gestern ja auch mit Schweinereiter angegriffen, habe schon zweimal gestreamt, war also schon ein bisschen fleißig, aber gut, wenn die Zeit es noch zulässt, ich habe ja noch ein bisschen Urlaub, dann kann ich das Ganze auch ein bisschen machen. Abends ist zwar sau warm im Moment, wisst ihr selber, wir gehen wieder alle so ein bisschen unter, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Periode, die so fünf Wochen andauert. Und er kommt hier, ich weiß nicht, die Karre war sicherlich jetzt, doch, die Karre war gut gesetzt. Die fährt jetzt nämlich Richtung Rathaus und geht hier, wird hier sicherlich jetzt gleich aufgehen. Da geht sie jetzt auf und da sind sicherlich auch noch ein paar Schweine mit drin. Jawohl, die unterstützen da. Glück gehabt, dass da keine Falle war, denn ruckzuck hast du deine Clanburg natürlich verspielt. Die besten und die höchsten Schweinereiter, die dann da rauskommen, sind dann plötzlich alle in einer Bodenmine, beziehungsweise fliegen dann alle einmal weg, beziehungsweise ja, wie viele? Vier, fünf Stück. Und dann hat er hier noch die Tesla-Farm gehabt, da nochmal eine Riesenbombe, aber der Heilzauber, na, der war gerade so. Der war gerade so noch drin, aber er hat noch einen Heilzauber mit, den zweckt er wahrscheinlich weg. Ich habe die Angriffe hier noch nicht gesehen. Bin hier also auch eher semi-aktiv gewesen auf dem Account bei den Bestclashern, aber die Bestclasher spielen natürlich wieder so hier und da so ein bisschen die ganzen Turniere und so mit. Und ich bin sicherlich auch wieder aus diesem Clan hier irgendwo mal online oder aus irgendeiner anderen Partie, müssen wir mal gucken. Weiß ich auch selber noch nicht, ist noch nichts geplant, da ich auch bei den ganzen Ligen, glaube ich, meinen Urlaub irgendwo angekündigt habe. Und da wollte ich dann jetzt nicht irgendwie so Liga oder so machen. Hat er gut gemacht hier und im Moment sieht's, ja, es sieht noch ganz gut aus. Es sieht noch ganz gut aus, 16 Angriffe erst auf unserer Seite und das hat noch nichts zu sagen hier. Aber der war schon mal schön und hier wurde dann auch nur mit 11ern oben und einen oder dann mit 10ern und 9ern gekämpft. Aber der Gegner macht das hier auch schon ganz gut. 44 von 45 Sternen, okay. Mal sehen, aber ich bin da zuversichtlich. Also es würde mich nicht wundern, wenn hier ein 45, 44 rauskommt. Aber wir gehen hier jetzt mal in das aktuelle Dorf rein. Und was mich eigentlich so aufgeregt hat, sind auch nicht die Clanspiele. Die Clanspiele, ich habe ja schon so ein bisschen was gemacht, sind hier schon durch, bei euch sicherlich auch. Und das, was mich so richtig aufgeregt hat, spielte sich eigentlich im Nachtdorf ab. Ich weiß, es ist ein bisschen unbequem, das Nachtdorf. Und gerade hier erwartet man ja eigentlich gar nichts mehr. In diesem Dorf hier erwartet man einfach nichts mehr. Weder Fairness noch faires Matchmaking. Hier erwartest du nichts mehr. Das Dorf ist einfach stiefmütterlich. Das ist einfach so hingeklatscht, finde ich, von Supercell. Es gibt keine Errungenschaften im Builder-Hall 9 Bereich. Es gibt nicht mehr Lot seit Builder-Hall 7 und. Also das Ding ist einfach nur da. Mehr nicht. Punkt. Und was mich so richtig aufgeregt hat, ist natürlich eine Begegnung. Nicht die hier oben, die habe ich gemacht, damit ich den einen Stern bekomme für die tägliche Errungenschaften. Das war, glaube ich, gestern Abend aus dem Stream oder vorgestern Abend. Sondern es ist ein Angriff. Wo ist er? Ich glaube, der hier geht noch. Ich glaube, der hier geht, glaube ich, noch. Der war, glaube ich, noch in Ordnung. Jetzt habe ich ihn wieder nicht gefunden. Hier muss ich also gegen ein Rathaus oder Builder Hall 8 ran. Das muss ich sehr, sehr häufig. Das ist noch nicht ganz so schlimm. Das geht noch, denn die Base ist nicht wesentlich größer als die Base, die ich jetzt habe, auch von den Truppen her nicht und auch die Defensive, ja, das geht noch. Der Gigatesla da oben ist scheinbar noch auf 1, die Luftabwehr ist auch noch auf 1, aber ich habe mich hier so ein bisschen auf Riesen mit Kanonen eingeschossen, paar Mauerbrecher dabei und dann geht das hier eigentlich immer ganz gut Richtung 2 Sterne, also selten, dass ich hier
nur ein hole oder null hole. Einer ja, aber null ist schon sehr, sehr selten. Und den haben wir eigentlich noch ganz gut gemacht hier. Und der Gegner hat den ja auch nicht gewonnen. Also den habe ich dann gewonnen. 7-8. Aber es kann ja nur schlimmer kommen. Es kann nur schlimmer kommen. Hier holen wir jetzt auch nichts mehr. Es kann also nur schlimmer kommen für mich hier als BH7. Und zwar ist das der Angriff dieser hier. Der hier. Ihr seht das schon. Ihr seht das schon. Ich meine, ich bin ein Bilderholz 7. Und die 37%, die habe ich einfach gemacht. Ich habe einfach meine Truppen rausgehauen, weil ich so sauer war, dass, als ich das gesehen habe, die Base ist gar nicht mal so gut. Ich glaube, die Base ist gar nicht mal so gut. Ich meine, ihr seht das schon. Fette Kampfmaschine auf Max. Er hat die Bomber hier auf Max und die Packers auf Max. Und auch die Base ist, ja, das, ich meine, das ist eine Bilderhall 9 Base. Die muss ich angreifen als Bilderhall 7. Hallo? Wie soll ich denn das machen? Ich meine, hier ist einige schon auf 9. Also zumindest zumindest das, was so weh tut. Und das hat mich so aufgeregt, muss ich sagen. Ich meine, der findet mich. Der findet mich und macht mich natürlich nieder. Der lacht sich doch einen Ast, oder? Das gibt's doch nicht. 2 Rathaus-Level über mir mit Maxed Truppen und Maxed Kampfmaschine findet der mich hier. Ich bin doch nicht in den 8000 Pokalringen hier oder sowas. Oh, da war ich so sauer, kann ich euch sagen. Also viel, viel saurer, als dass ich jetzt bin. Und da habe ich wirklich nicht mehr an das Nacht drauf geglaubt. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann Supercell nicht so hinnehmen. Ich meine, ich kann das ja jetzt nicht melden, so nach dem Motto, hallo Supercell, guckt euch das mal an. Ich als armer kleiner Siebener musste diesen Maxed oder diesen fast Maxed Bilderhall 9 machen. Wie kann das denn sein? Wieso werden wir gematcht? Warum? Weil wahrscheinlich kein anderes Dorf gerade gesucht hatte und dann wird es halt gematcht. 7-9. Also es hat mich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und der geht natürlich hier einfach so wie Butter durch meine Base durch. Da hat er sich doch kaputt gelacht. Und ich quäle mich dann mit den 37%, aber ich habe wirklich die Truppen nur rausgehauen. Und für ihn hier war das ein Fest, die Pokale mitzunehmen oder vielleicht auch den Tagesloot, keine Ahnung. Für mich war das nur der Aufreger der Woche. Eigentlich ist es auch aus der letzten Woche. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Und ich bin ja beim Pass im Moment noch nicht weit genug, muss also noch ein wenig ackern, auch mit dem Account hier. Mit den anderen habe ich so ein bisschen was gemacht. Da hatten wir ja auch das Motto in den Livestreams, Clanspiele. Und ich habe dann einfach mal gefragt, auf welches Rathaus wollen wir gehen. Ja, dann haben wir gestern Abend auch mal so ein bisschen Rathaus 8 gespielt. Hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass ich mal so ein bisschen auch in den Streams einfach mal so auf den Achter hüpfen und so ein bisschen Clanspiele machen, so ein bisschen Angriffstaktiken üben und. Also war eine coole, runde Sache. Und ja, komm, Kampfmaschine habe ich nochmal gezündet. Und deswegen ja, schreit das auch so ein bisschen nach Wiederholung. Ich setze jetzt die letzte Karre, glaube ich, die setze ich da nochmal. Denn meine Kampfmaschine geht jetzt schon zum Multimörser. Der darf mir nicht ganz so viel von meinen Karren kaputt machen. So, das hat er jetzt das letzte Mal geschossen und da hat er auch daneben geschossen. Das, was ich eben gesagt habe, einen Stern hole ich eigentlich immer, aber ja, okay. Der zweite Stern kommt jetzt, da ist er drin. Und dann, ich habe wieder ein Clanspiel vergessen mitzunehmen. Mist, habe ich gestern Abend auch immer wieder vergessen. Clanspiel einfach mal mitnehmen, ja, kann man ja mal machen. Und jetzt habe ich es halt ohne Clanspiel gemacht. Aber ich habe hier den einen schon mal drin. Und ja, hier muss ich noch reichlich im Pass ackern, auch wenn es der Silberpass ist hier. Da geht es jetzt aber schon ein bisschen voran. 1400 Punkte noch, das ist eigentlich machbar in 5 Tagen. Ich habe ja noch ohne Ende Challenges hier offen. Und da gibt es hier halt noch reichlich Punkte reinzusammeln. 2 Gebäude, das werde ich sicherlich hier auch noch schaffen. Das ist das Ding hier. Und irgendwo werde ich das packen. Die 500 in den Clan spielen werde ich auch schaffen. Ich werde jetzt in dieser Woche noch ein bisschen an den Punkten vor allen Dingen ackern. Aber ich wollte auch hier so ein bisschen wenigstens noch was machen im normalen Dorf. Im normalen Dorf wäre es mir eigentlich ganz lieb, 750.000. Ja, die nehmen wir mal mit. Ich glaube, das ist machbar hier mit dem Rathaus 10. Und gehen wir mal kurz in die Suche, mal sehen, wen wir so finden. Da brauchte ich gar nicht lange suchen. Im Moment darf man sich nicht davon irritieren lassen, dass keiner hier eine Liga hat. Die Liga hat heute ja erst neu begonnen. Und wie machen wir den? Ich habe hier auch noch die alte Truppe am Start. Ich habe allerdings jetzt mit wirklich auch mit meinen kleinsten Accounts das Magier-Event fertig.
Ist natürlich nicht schlecht. Und die 150 Gems, die hat sich jeder Account von mir eingeheimst. So, hier gehen wir mal so rein. Zweimal die Packer gesetzt. Was hat mir der liebe Ole hier gegeben? Ich wollte gerade sagen, noch mehr Packer. Ne, waren jetzt nicht noch mehr Packer, sondern waren, glaube ich, ein paar Bowler. Und viel lebt hier jetzt. Ah doch, die Packer leben noch. Die Packer leben noch. Komm, geht da mal durch. Und da sind sie durch. Dann können wir hier vielleicht mal komplett übers Rathaus springen. Das wäre ganz schick. Meine ganzen Bowler sind jetzt alle schon weg, aber das ist nicht so schlimm. Die Packer hier sind in der Mitte recht stark. Rathaus kriegen wir, glaube ich, auch, denn irgendwo müssen wir gewinnen. Für irgendeinen Erfolg zählt das sicherlich irgendwo. King zünde ich jetzt mal und der Inferno bleibt lange stehen dort. Komm, Queen, mach jetzt mal den Inferno da weg. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Und, die geht erst auf, jetzt geht die trotzdem erst auf die Clanburg. Die hat jetzt noch so viele Healpoints. Aber jetzt kriegen wir auch keinen Loot mehr. So ein bisschen haben wir aber, glaube ich, mitgenommen. So gut die Hälfte, würde ich sagen. Alter, der blieb aber lange stehen. Das war, glaube ich, schon ein Level 6. hatte ich gerade so das Gefühl. 49%, okay. Aber der Loot ist für mich hier in Ordnung. Da kann ich ganz gut mit leben. Und ich glaube, ich schiebe den Account hier auch mal an. Denn bei den anderen habe ich das auch gemacht. Habe ich auch ein bisschen was geused. Und denn ich finde das meistens im Shop nach. Shoppen muss ich im Moment nicht mit dem hier. Wir graden auch noch ein bisschen was im Labor ab. Das ist auch ganz gut. Also es geht hier ganz gut voran. Und ich will mal eine andere Truppe, glaube ich, bauen. Ich gucke mal. Oder eigentlich ist sie ganz gut, denn die kostet wenig Dunkles. Die können wir eigentlich mal nehmen. Die 13 da, 5, 12. Ah ja, das passt ganz gut so. Passt ganz gut so. Kurzer Cut. Machen wir noch einen zweiten Angriff. Eieieiei, ich bin gerade wieder, wie so häufig, live hier bei den Best Clashern mit dabei und das wird auch wieder sau super eng, würde ich mal so sagen. Queen ist nicht mehr zündbar, er hat ja aber noch, die Heiler könnten nochmal switchen auf die Queen, das wäre nicht schlecht. Das war die gegnerische Queen, shit, ich dachte, das wäre jetzt seine Queen gewesen. Und so ein bisschen muss hier, glaube ich, noch kommen, aber ich denke mal, leider wird das nichts. Es bleibt in jedem Fall weiter spannend. Und auch hier wird die GML und auch GML Open gespielt. Mal sehen, wie das Ganze hier ausgeht. Aber meine Armee ist schon wieder fertig. Manchmal verpenne ich auch gerne mal meinen Boost. Vor allen Dingen verpenne ich den gerne in den Livestreams. Da müsst ihr mir dann sagen, Thorsten, Boost läuft aus oder sowas, keine Ahnung. Denn sonst verdattel ich den und den verdattel ich aber mal nicht. Den nehmen wir mal mit hier. Der dunkle Pott steht eigentlich in erreichbarer Nähe. Die Clanburg könnte hier jetzt ein bisschen zu spät kommen. Ich habe ein paar Valkyren dabei und auch noch Packer. Ja, zwei Packer. Das ist alles noch fürs Event hier. Und wie können wir hier denn eigentlich reingehen? Ich muss mal schauen, wie wir hier reingehen können. Ich glaube, wir gehen hier mal so rein. Ich habe mal ein paar normale Magier mitgenommen. Die haben etwas mehr Trefferpunkte. Das ist mir an der Stelle einfach mal lieber. So, da hat der Minenwerfer, glaube ich, jetzt geschossen. Wallis hier mit durch. Und die beiden Packer. Clanburg habe ich auch wieder bekommen. Vielen Dank dem Clan hier. Und dann muss das hier jetzt erstmal so durchgehen. Und da, ich versuche da mal zu springen. Mal sehen, ob ich die Truppen da so ein bisschen hinlocken kann. Jo, das kann ich. Das ist schon mal nicht schlecht. King und Queen friese ich hier mal. Beziehungsweise ich nehme mal den Gift. Das mache ich auch viel zu selten, muss ich sagen. Dass ich hier den Gift nehme, um wenigstens die Helden so ein bisschen zu verlangsamen. Hier können wir noch den einsetzen. Dann haben wir jetzt noch ein paar. Oh, ich glaube, da hier gibt es ein bisschen zu viel Feuer. Da oben haben wir aber noch einen King. Da oben haben wir noch einen Riesen und auch noch einen Packer. Ja, wunderbar. Auch das haben wir gerockt. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Ich habe gar nicht auf den Zähler geguckt, wie viel Elex wir noch brauchen hier. Die Queen holt hier auf jeden Fall noch das letzte Elex raus. Reicht das hier noch für... Da geht es noch aufs Elex-Lager. Wunderbar.
Und jetzt geht das an Goldlager. Elex ist auch nur noch ein Sammler da, 20.000. Ah, ich glaube, das könnte jetzt schon reichen. Jo, so machen wir erstmal weiter. Ich habe reichlich für euch abzudrehen für diese Woche hier aus den verschiedenen Clans. Also auch wieder aus Spätzle mit Soße, ein bisschen aus den Herausforderern und auch wie es mit den etwas kleineren Accounts so weitergeht. Bleibt auf jeden Fall am Kanal dran. Und bleibt auch in den Livestreams dran, heute Abend, also am Montag, schon wieder der nächste Livestream, da ich ein bisschen Zeit habe. Und der gestern am Sonntag, das war ein ungeplanter Livestream, der am Montag ist geplant. Also schaut auf den Planer bei Twitch TV, dort seht ihr, wann ich streame. Der ist immer aktuell, auch wenn ich mal einen Stream ausfallen lasse oder halt nicht kann. Oh, den haben wir zu 100% gemacht, auch nicht schlecht. Oder mal nicht kann. Dann ist dort dann nehme ich den auch raus und ich glaube, den haben wir ganz gut gemacht. Und hier bekommen wir jetzt in jedem Fall, oh, die haben wir noch nicht ganz fertig, okay. Die haben wir noch nicht ganz fertig, da muss ich hier sicherlich nochmal ran, aber ich glaube, die Armee ist ganz in Ordnung. Für einen Pass hier, oh, ja, seht ihr, das geht hier ruckzuck, wenn man dann die großen Dinger hier fertig macht. Das waren jetzt hier 40 Sterne mit den 10 Riesen. Einmal vier Multiplay-Battles in der Reihe, also vier Stück hintereinander und 15 Sterne mit Pekka haben wir jetzt gemacht. Das ist schon ganz gut. Und was ist das hier? Hier müssen wir nur loten. Oh, auch im Multiplayer passt also. Wir sind ja auf einem guten Weg, den Pass weiter durchzuspielen. Ich hoffe, die Folge hat euch auf den Montag gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Und bis dahin, euer Toto. Flasht.